Ja, moin und willkommen zu Folge 78. Und mit diesen RotläuferInnen starten wir in die Folge. Ihr habt rot, ne? Und was zu Fuß gehende hinbekommen, das können Autofahrende auch. Aber ein entscheidender Unterschied, und das hat der Gesetzgeber auch erkannt, die Strafen sind unterschiedlich hoch, denn zu Fuß gehende zahlen nur 5 Euro pro Person, Kraftfahrzeugführende 120 Euro und ein Punkt in dem Fall. Hier erkennt man die deutliche Unterscheidung der Gefahrenpotenziale, die der Gesetzgeber festgemacht hat. Also entsprechend bei Rot mit dem Kraftfahrzeug besonderes Augenmerk und Anhalten. Alexei hat wieder ein XXL-Fahrrad gefunden. An dieser Baustelle ist es tatsächlich nur möglich, mit dem Rad hier durchzufahren. Aber nichtsdestotrotz, das scheint manche nicht zu stören und dass da eine rote Ampel ist, manche noch weniger. Und auch wenn das Gefühl gerade ist, dass wir jede Szene hier gerade mit Rotlichtverstößen zu tun haben, ja, es ist leider so, wie es im Archiv liegt. Und wir achten auf das blaue Fahrzeug, was man sehen kann. Du konntest eigentlich nur bei Rot fahren. Das ist rot, aber warum fahrt ihr denn hier alle? Ja, das mag ärgerlich sein, dass das Fahrzeug jetzt hier wenden muss. Ja, das ist aber so. Ich kann das jetzt halt auch nicht ändern. Wartet doch einfach bitte kurz, dann ist das Wendemanöver abgeschlossen. Weil ihr euch vorbeidrängt, wird der Wendevorgang in die Länge gezogen und alle anderen müssen warten. Lasst doch die Leute kurz wenden und gut ist. Swiss Bike Guy hat mir eine Szene geschickt, wo man deutlich sieht, dass rechts abbiegender Kraftverkehr immer auf die kreuzenden Radfahrenden achten muss und diese auch durchlassen muss. Paragraph 9 Absatz 3, ihr habt den wahrscheinlich schon öfter gehört. Und tatsächlich kommt das so oft vor, dass er mir einfach die gleiche Szene geschickt hat und die ist im Abstand von 2 Tagen entstanden. Und in der zweiten Szene geht es noch fröhlich weiter, fröhlich in Anführungsstrichen. Hier wird nämlich noch zu eng und mit Überholzwang überholt, obwohl man eigentlich später Platz gehabt hätte. Ich spule zwischendurch, ihr kennt das. Hey! Mann, ey! Hallo! Und nochmal die Erinnerung, weil man es hier so deutlich sieht, der Schutzstreifen darf nur befahren werden, wenn ausgeschlossen werden kann, dass der Radverkehr behindert oder gefährdet wird. In dem Fall darf das Fahrzeug hier entsprechend nicht stehen. Man hätte sich einen richtigen Parkplatz suchen müssen. Es ist nämlich kein Parkstreifen. Mir hat neulich jemand Feedback geschrieben, ich soll doch mehr gute und schlechte Beispiele zeigen. Ja, hier haben wir eins. Eben gut überholt, jetzt schlecht überholt. Jo, fahr dann noch dichter vorbei! Und wenn man sich genau anguckt, wie der weitere Verlauf ist, wie viel Meter man hier absolut gut gemacht hat, nämlich gar nicht mal so viel. Man hat an der Stelle überholt. Du hättest hier einfach nur 100 Meter warten müssen, dann hättest du perfekt überholen können. Aber nein, offensichtlich kannst du dein Fahrzeug nicht einschätzen oder wolltest mich zu eng überholen, denn Platz genug wäre später gewesen. Denn wir denken daran, 1,5 Meter Mindestabstand innerorts. Mako hat ein gutes Beispiel geschickt, da hat es jemand wirklich gut gemeint, aber wenn du natürlich auf dem Radstreifen auslädst, haben wir auch wieder nicht gewonnen. Deswegen halbe Kudelpunkte, dass du mitgedacht hast, dass du mit dem Fahrzeug da nicht stehen darfst, aber ausladen an der Stelle ist leider so auch ziemlich blöd. Geisterradler, was soll man sagen? Einfach zu faul, auf der richtigen Seite zu fahren und ja, das dauert halt ein bisschen. Fahr bitte auf der Infrastruktur, wie es vorgesehen ist. Vielleicht die falsche Richtung, junger Mann. Oder sei Fußgänger und schieb. Wenn man rechts genau darauf achtet, wann die Fußgängerampel grün wird, kann ich dir genau sagen, du bist bei Rot rübergefahren, weil du standest hinter der Haltelinie und die Ampel hat ja auch eine Zwischenphase zwischen Rot und dass sie grün wird für die zu Fußgehenden. Danke Audioguide, dass du das geschickt hast. Und ja, das ist total richtig. Auch der Radfahrer hier hätte vernünftig anhalten müssen und fahren dürfen, wenn grün geworden wäre und nicht einfach so in die Menschen rein. Man kann die Geschwindigkeit relativ gut ausrechnen. Von dem Verkehrsschild bis zur Brücke sind 60 Meter, du brauchst 2 Sekunden. 100 km/h, boah, mit ein bisschen Rundungsfehler. Wir denken dran, wir sind immer hier noch innerorts. Diese Miettransporter sind ja was total Tolles, ne? Man kann sie einfach mieten, nur dann, wenn man sie braucht, 1-2 Stunden. Wenn man das Fahrzeug aber irgendwo abstellen muss, weil man was einladen muss, sollte man auch dran denken, entsprechenden Parkplatz vorzuhalten.
Am Müggelsee, der Radweg ist an der Stelle nicht wirklich breit. Ich würde sagen so 2 Meter, 2,50 Meter. Man sieht, der Gegenverkehr kommt. Yo! Mann, 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 Mann. Und was war das jetzt bitte für ein Manöver? Was hast du denn dir dabei gedacht, so zu überholen? Na, Fun Fact an der Stelle. 2 Kilometer später hatte ich ihn eingefangen, weil er dann pumpen wie ein Biber auf seinem Fahrrad saß. Lasst doch gerne ein Abo da, das hilft für die Reichweite. Danke euch. Konrad hat am Volkspark Friedrichshain dieses Taxi hier aufgegabelt, was ganz praktisch mitten auf dem Radweg illegalerweise gestanden hat. Und nicht nur, dass kein Fahrgast ein- und ausgestiegen ist, nö, aber auch fröhlich nach Aussage von Konrad damit beschäftigt, mit seinem Smartphone zu spielen. 70 Euro ein Punkt als Berufskraftfahrer, ich weiß nicht, ob man das so unbedingt verkraften kann, wenn das reinpurzelt. Und so, weil der erste Teil jetzt so richtig anstrengend war, ein bisschen Waldweg, um runterzukommen. Und immer wieder die Erinnerung, solltet ihr was sehen, was falsch steht, so wie zum Beispiel diese Barke hier, dann räumt's doch einfach kurz auf. Offensichtlich steht die nämlich falsch hier, die müsste eigentlich links wie alle anderen auch stehen und sie ist nämlich auch dafür da, um entsprechend die Schleppkurven bei LKWs zu verhindern, dass man hier sauber um die Kurve fährt und nicht einfach kürzend über den Radweg fährt. Warum sich mit dem Umbau am Strausberger Platz in der Sicherheit nichts geändert hat, sieht man bei Corbin. Die Ampel für den Radverkehr ist nämlich auf grün. Ich habe die Szene, als ich sie rausgespeichert habe, Rotrase genannt und mir gedacht, so, das Fahrzeug wird gar nicht so stark bei Rot drüber gelenkt, bis ich die Szene weiter ablaufen lassen und dann das gesehen habe und mir gedacht habe, alter Schwede, wie musst du hier die Brücke runtergeballert sein, dass du hier nicht mehr richtig halten konntest. Das war sehr dunkelrot. Wenn man morgens auf dem Weg zur Arbeit ist und man nicht unbedingt immer Zeit hat, um die Leute anzusprechen, es ist super ärgerlich. Parkt doch bitte auf der Infrastruktur, die für euch vorgesehen ist, und das sind nämlich Parkplätze. Und diese gestrichelten Linien, das sind keine Parkbuchten, Parkstreifen oder was auch immer. Das sind Infrastruktur für die Radfahrenden. Und da haben Fahrzeuge drauf abgestellt, nichts zu suchen. Die Stelle, die Lapinski geschickt hat, die ist wirklich richtig eklig. Da ist einfach so wenig Fläche für Rad- und Fußverkehr übrig geblieben. Man kann es keinem verübeln eigentlich. Nichtsdestotrotz achtet darauf, wo ihr zu Fuß unterwegs seid und wo ihr mit dem Rad unterwegs seid. Wenn ihr was sehen könnt, bremst vielleicht ein bisschen früher. Ansonsten schlimme Infrastruktur hier. Die Szene ist jetzt ein bisschen länger und 2 Sachen auf einmal. Wir haben hier Tempo 30, hat man gerade eben gesehen. Und man sieht an der Breite der Fahrbahn, hier kann man eigentlich wunderbar überholen. Offensichtlich sieht das der Kraftfahrzeugführende hier anders, der mich hier zu eng überholt hat. Spulen wir mal ein Stückchen vor zu dem Kuddelmuddel, was wir schon sehen können. Und ihr fragt euch, wieso sieht denn das da so komisch aus? Alle warten nämlich darauf, dass das schwarze Fahrzeug und das Fahrrad hier rausgelenkt werden. Und ihr fragt euch sicherlich, warum staut sich das denn? Ja, weil das eine Einbahnstraße ist und die 2 da eben einfach mal entgegengesetzt der Fahrtrichtung gefahren sind. Ich habe da mal ein Foto gemacht, so sieht das von der anderen Seite aus. Ist eigentlich klar geregelt, oder? Und nicht nur, dass der Radstreifen hier deutlich mit den Fahrradsymbolen gekennzeichnet ist, am Fahrbahnrand ist rechts sogar noch deutlich zu erkennen, absolutes Halteverbot. Wie viele Indikationen brauchst du denn noch, dass du weißt, dass du da nicht stehen durftest? Nochmal als Erinnerung, Mindestabstand beim Überholen 1,5 Meter. Und wie man hier sehen kann, es wäre genug Platz vorhanden zum Überholen. Wir haben hier 2 Fahrstreifen in die gleiche Richtung. Du warst überhaupt nicht genötigt, so zu fahren. Das ist einfach nur Respektlosigkeit oder Unfähigkeit, ein Fahrzeug zu führen. Also ich glaube, du weißt deutlich, dass du echt schlecht hier stehst, oder? Und es wäre einfach nur korrekt gewesen, wenn du entsprechend zurücksetzt, um hier nicht den Radverkehr so zu behindern. Denn mit jedem Manöver auf den Fahrstreifen entstehen Gefahrenpotenziale. Und dass es auch anders geht, sehen wir ganz am Ende der Folge. Und bei der Straßenraterin haben wir auch wieder ein enges Überholmanöver und man kann schon sehen, die Ampel ist rot. Das hat ja richtig viel gebracht, nämlich gar nichts. Also spart euch bitte die Zeit und gefährdet nicht andere Verkehrsteilnehmenden auf dem Fahrrad. Also nicht nur, dass der BVG-Bus hier super eng hinter den Radfahren hinterher ist. Wenn da was gewesen wäre, wäre der gnadenlos drüber gefahren. Nein, er fährt auch über den Radweg. Was soll man sagen? Natürlich, gegenseitig sind wir alle irgendwie Vorbilder. Wenn jemand falsch fährt, fahren die anderen auch falsch. Deswegen
einfach da fahren, wo man fahren darf, dann wäre alles einfacher. Tatsächlich, wenn hier ein geschützter Radweg wäre, wäre einiges besser. Und bei Alexei ist jemand wirklich sehr gemütlich mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen. Da kann mir keiner erzählen, dass man hier nicht hätte anhalten können. Wer kennt es nicht, das rechte Überholen mit einem Roller von einem anderen Kraftverkehr. Und was auch ganz schön wild ist, der weiße Transporter hängt ganz schön dicht hinter dem schwarzen Fahrzeug. Wenn da mal jemand vorne auf die Bremse tippt, weil vielleicht der Roller reinzieht, dann hängst du aber direkt hinten im Kofferraum drinne. Ehrlicherweise, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich habe aufgehört, Geisterfahrenden auszuweichen. Im Zweifelsfall reduziere ich noch die Geschwindigkeit, dass man nicht ineinander schüsselt, aber ausweichen, das mache ich nicht mehr. Da können sie gerne hier anhalten oder zur Seite fahren, bin ich nicht für zuständig. Und wieder was zum Runterkommen, die Niederwaldstraße ist als Fahrradstraße richtig schön geworden. Danke ans Planungsteam, ihr wisst, wen ich meine. Swiss Biker ist hier zunächst noch auf Kopfsteinpflaster unterwegs und man sieht hier jetzt noch den Parkstreif. Der wird irgendwie ganz schön komisch aufgelöst, entsprechend fährt er so ganz leicht schräg nach rechts. Nichtsdestotrotz darfst du mit deinem Fahrzeug nicht zu eng vorbeifahren. 1,5 Meter gelten auch hier. Und wenn man hinten die rote Ampel sieht, sieht man ja auch, was es wieder mal gebracht hat. Ne? Entsprechend defensiv fahren, überholen dann, wenn Platz ist. Dann haben alle im Straßenverkehr gewonnen, niemand wurde gefährdet und man kommt trotzdem an sein Ziel. Keine Ahnung, warum die E-Scooter-Fahrer hier links gegen die Fahrtrichtung fahren. Wir richten aber unser Augenmerk vorne auf den weißen Transporter, der mit dem Gehupe eben schon den Rechtsabbiegenden genötigt hat. Und wenn man sich dann anschaut, mit welchem Affenzahn er hier durch die Tempo-20-Zone fährt, und dann hier als Falschparker in der zweiten Reihe stehen zu bleiben, da weißt du genau, welcher Typ da am Steuer sitzt, dem die Straßenverkehrsordnung so völlig egal ist. Hauptsache, sein eigener Vorteil kommt zum Gelten. Man muss auch zugestehen, die Infrastruktur am Hauptbahnhof ist wirklich schlecht gebaut. Und nichtsdestotrotz, wenn man einen Streifen kreuzt, wie hier den Radstreifen, sollte man entsprechend auch gucken. Und wenn jemand hupt und klingelt, vielleicht machst du mal deine AirPods raus und nicht so laut. Wenn man noch schnell durchfahren will und halt nicht darauf achtet, dass noch kreuzender Fußverkehr noch im Spiel ist, klar, bremse ich natürlich gerne für dich, bin ich doch rücksichtsvoll. Und für diese rücksichtsvolle Tat werde ich dann auch noch vom Taxi eng überholt. Da bin ich immer rücksichtsvoll gewesen und ich hoffe, ihr habt alle noch einen super schönen Tag gehabt. Konrad schickt zwei Überraschungs-E-Scooter und ja, würde ich sagen, bei der Geschwindigkeit, das war überraschend. Und wenn man auf den linken E-Scooter achtet, ich glaube, die Gute hatte den auch nicht mehr so richtig unter Kontrolle. Und ganz klar, E-Scooter haben auf Gehwegen ja sowieso nichts zu suchen. Jetzt ein wichtiger Tipp, den ich euch allen mitgeben möchte. Wenn die Tür aufgeht, eine Tür ist so 1 bis 1,20 Meter breit, du kannst nicht halten, du schepperst in diese Tür rein. Deswegen fahrt wie ich hier weit genug entfernt, damit ihr aus dem Doring-Bereich rauskommt. Das ist viel sicherer für euch. Straßenradlerin schreibt so schön, erst an der Ampel pennen und dann nicht schauen. Viel besser kann man die Situation eigentlich nicht zusammenfassen. Auch dieses Fahrzeug hier hätte gucken müssen beim Abbiegen und den Radverkehr durchlassen. Also wenn diejenigen, die hier rechts abbiegen, einfach nicht mal komplett gepennt haben, dann weiß ich das auch nicht. Hey! Wie kann man es denn so missachten? Deutlich eingezeichnet, rot gekennzeichnet der Radweg, dass der Radverkehr kommen kann. Da ist doch jemand komplett im Blindflug einfach losgefahren. Wenn ihr mich oder den Kanal unterstützen wollt, findet ihr alle Informationen dazu in der Beschreibung. Peter hat ihr das absolute Wahnsinnsvideo geschickt und ich weiß nicht, was bei ihr los war. Es war so offensichtlich, dass der Radverkehr schon rot hatte und stehen bleiben musste, dass sie noch hier weitergefahren ist in die Situation mit dem LKW und der LKW-Fahrer hat wirklich alles richtig gemacht. Halleluja, dass da nichts passiert ist. Weil es manchmal Kommentare gibt, die sagen, oh, auf dem Radweg fährt ja niemand, dann kann man den ja zurückbauen. Nach der gleichen Logik können wir die ganzen Parkplätze hier abbauen, oder? Sagt hier keiner, ich wollte es einfach mal so drin lassen. Es war super leer auf einmal in der Bergmannstraße. Ich muss leider das Video muten, weil bei Erik Nordlich der Klassiker von den Cranberries im Hintergrund läuft.
Wir sehen hier einige Überholmanöver, die viel zu eng waren. Und was man auch am Ende sieht, es bringt wieder hier gar nichts, denn wir sehen, er kann ohne Probleme an dem ganzen Stau vorbeifahren, auf der für ihn vorgesehenen Infrastruktur. Ihr habt euch den Stress gemacht und habt andere gefährdet und er wurde gefährdet. Deswegen einfach immer warten, bis man vernünftig überholen kann und mit dem Mindestabstand von 1,5 Metern innerorts. Manchmal ist es echt strange, die Fahrzeuge stehen kreuz und quer, obwohl ausreichend Platz ist. Da muss hier jemand einfach nur zu faul und oder rücksichtslos gewesen sein, weil sonst kann ich auch meine Karre nicht so dahin stellen. Und wir hören Wuhletal-Radler zu, denn er fasst das genau und richtig zusammen. Das ist kein Parkplatz. Ja, ist schaffbar, ist teuer. Und hatte ich was vorhin erwähnt, was man richtig machen kann? Genau, wie an der Stelle, du bist einfach zu weit vorgefahren, setzt zurück. Herzlichen Dank, so muss es sein. So, das war's für heute. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, schaut euch noch ein Video an. Herzlichen Dank an die Leute, die den Kanal unterstützen. Und danke an Ulf für diese ultimative Doni. Kommt immer und sicher gut ans Ziel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.